Hallo miteinander, Martin vom TV Rheintal. Heute Abend gehen wir zur GIV, und zwar zur GV von der GIV in Gams. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe vorhin gerade ein Telefonat bekommen von der Präsidentin. Der Rückruf, dass wir herzlich eingeladen sind dorthin. Und da freue ich mich extrem drauf. Sie haben mir gerade auch gesehen, dass es jetzt ein 40-jähriges Bestehen sei. Und ja, 40 Jahre, dort haben sie sicher einiges zu erzählen. Schauen wir mal. So, jetzt hier beim Restaurant Bahnhöfle. Gehen wir mal hinschauen. Um den festlichen Anlass gebührend zu zelebrieren, wird im Anschluss an unsere Generalversammlung ein festliches Menü serviert. Als Geschenk für unseren Verein hat uns die Gemeinde Gams ein besonderes Geschenk gemacht. Es steht dort hinten, ganz oben. Es ist angeschrieben, es ist wegen einer Flasche Rotwein. 6 Liter, die wir heute Abend geniessen dürfen. Also, im Namen des Gemeinderats herzliche Gratulation zum Jubiläum. Und die Flasche ist nur für die Reihe. Die Flasche ist offeriert. Es hat so lange es hat. Und wenn sie leer ist, geht es dann halt in die eigene Tasche, was dann noch konsumiert wird im Nachgang. Ich möchte diesen Abend Gelegenheit bieten, eben über eine 40 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte zu feiern. Es soll uns aber auch motivieren und inspirieren, die nächsten Jahre mit genauso viel Engagement, Zusammenhalt weiter zu gestalten. Mein Name ist Urs von Laufen. Ich bin bei den Gründern, wie Susanne schon gesagt hat, dabei gewesen. Und auch bei den Initianten bin ich dabei gewesen. Ich war ungefähr 10 Jahre im Vorstand und etliche davor Präsident. Meine Frau und ich haben von 1968 bis 2006 hier als Gams in zweiter Generation eine kleine Druckerei gehabt, an der Grabsenstrasse 2. Das ist das blaue Haus neben der Druckerei Eberli. Soweit zu meiner Person. Ich möchte gerne zu 5 Sachen etwas wenig sagen. Es gibt so einen Haufen Sachen zu erzählen. Einmal zur Gründung des GIF und zur Vorgeschichte, dann zur WIGA im Jahr 1991, dann zu den Gemeindewahlen im Allgemeinen und zum Sponsoring des GIF, von den GIF-Mitgliedern an unsere ganzen Vereine. Also zur Gründung und zur Vorgeschichte. Im Jahr 1985, im September, hat dort ganz ein riesiges Fest stattgefunden. Es war nämlich ein 1150-Jahr-Fest. Die einen unter euch erinnern sich noch an das. Und weil es dazu eine enorme Organisation gebraucht hat, von gut 20 Personen, war das gerade auch der Grund gewesen, um den GIF im 84 zu gründen. Der GIF hat dann auch gerade 2 Liter vom OK gestellt. Wenn ihr mehr über das Fest wissen wollt, dann gibt es auf der Gemeinde, beim Gemeinderatsschreiber von der Gemeinderatskanzlei, 3 DVD. Das sind ungefähr 6 Stunden. Oder ein bisschen mehr, die das Fest komplett beschreiben. Ihr könnt die zum Selbstkostenpreis dort beziehen. Dann zur WIGA im 91. WIGA kennen wir. Im 91 sind wir als 2. Gemeindebezirk nach Senwald Gastgemeinde geworden. Und der Gemeinderat hat dann die Verantwortung und die Organisation von diesem Grossanlass komplett übertragen. Es war ein riesiger Erfolg gewesen. In allen Belangen und auch Gewerbebetriebe, die einen Stand hatten, die sind voll auf ihre Rechnung gekommen. Auch von diesem Anlass, ich komme jetzt wieder auf den DVD, dort gibt es auch einen DVD. Und der DVD behandelt so gerne das ganze Dorf Gams 1991, was dort vom Anfang bis zum Schluss passiert ist. Das ist ein interessantes Zeitdokument. Da haben wir auch zum Selbstkostenpreis auf der Gemeinde bekommen. Dann zu den Gemeindewahlen ist ja höher aktuell, wie Susanne gesagt hat. Ist noch zu sagen, dass auch das ein Faktor war zur Gründung des GIF, totsmal. Durch die Gründung des Vereins haben wir Gewerber viel mehr Gewicht in der Gemeinde bekommen. Und in anderen Wahlen haben wir jeweils sehr aktiv als Gegenpartei zur CVP, es hätte ja nur die gegeben, haben wir unsere Anliegen angemeldet. Und sind immer mit einem eigenen Stimmzettel an die Wahlen gegangen.
Das möchte ich euch bei diesen Wahlen ebenfalls empfehlen. Und nehmt es ernst. Die Funktion. So, grüezi Frau Schulz. Schön, haben Sie Zeit für mich gefunden. Ich möchte gerne mal fragen, was ist Ihre Funktion bei der GIV? Ich bin Präsidentin seit 2019 vom GIV GAMS. Das ist der Gewerb- und Industrieverein hier von GAMS. Der GIV gibt es ja schon 40 Jahre. Wie lange sind denn Sie schon dabei, wenn ich fragen darf? Ich bin 2005 auf GAMS gezogen und im 2006 bereits Mitglied im GIV GAMS. Und im 2007, meine ich, ein Jahr später, bin ich bereits im Vorstand gewählt worden und bin jetzt seit 16 Jahren im Vorstand. Der Gewerbeverein GAMS ist vor 40 Jahren im November 1983 gegründet worden. Und ja, darum gibt es uns jetzt seit 40 Jahren bereits hier in GAMS. Und freut uns, dass wir die Konstanz in den vergangenen Jahren, dass wir haben dürfen als Verein so bestehen bleiben und die Werte, die unsere Gründungsmitglieder vermittelt haben, dass wir die dürfen heute noch fortführen. Sie bieten ja ein riesiges Netzwerk an. Also sind ja auch schon, wie viele Vereine sind jetzt dabei? Ich glaube, es sind 4 neue dazugekommen, habe ich gesehen, der letzte GEV. Wir haben total jetzt nach der GEV 71 Mitglieder. Wow. Und die Firmen, die sind natürlich sehr breit aufgestellt. Wir haben Dienstleistungsbetriebe, wir haben sehr, sehr viele, die aus dem Bau- und Nebengewerbe kommen. Und das so setzt sich eigentlich ein sehr interessantes Mitgliederportfolio zusammen, wo auch spannende Diskussionen untereinander es gibt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist da nur GAMS dabei? Weil wirklich 71 Unternehmen aus GAMS? Es ist wirklich so, das sind alles Unternehmer aus GAMS. Es gibt vielleicht die einzelnen Unternehmer, die in GAMS wohnhaft sind, aber der Sitz nicht unbedingt in GAMS ist. Das gibt es auch. Ja. Also wirklich ein starkes Auftreten noch, wenn ich gesehen habe. Grosse Einigkeit und ihr braucht wahrscheinlich in nächster Zeit einen grösseren Saal für die GV. Es war recht gut besucht und sehr beliebt. Mhm. Ihr habt ja noch mehrere Veranstaltungen, die ihr über das Jahr so machen. Was bietet ihr sonst noch so an? Also wir starten ins Jahr rein, immer mit einem Znüni, wo wir mit dem Gemeindepräsidenten uns unterhalten. Er berichtet aus dem Rat raus und berichtet auch über die Projekte, die im Jahr in GAMS realisiert werden. Das sind Bauprojekte oder generell Projekte, die die Gemeinde beschäftigt. Das ist auch immer sehr interessant für unsere Mitglieder. Und es ist mitunter der bestbesuchte Anlass, den wir im Jahr haben, weil er halt am Morgen um 9 Uhr stattfindet und relativ unkompliziert ist und man sehr, sehr viele Informationen mitnimmt. Ja, und dann ist man gerade auch connected zur Politik. Wir gehen alle 2 Jahre mit einem grossen Gemeinschaftsstandort Wiga. Das ist sicher ein ganz wichtiger Termin, alle 2 Jahre bei uns im Kalender. Wir präsentieren an der Wiga von einer Fläche von 400 Quadratmeter unseren Verein und unsere Mitglieder. Und das ist sowohl eine Zusammenkunft von allen Mitgliedern vor Ort, aber natürlich auch der Zusammenhalt, vor allem vom Baugewerbe, Nebengewerbe, wo dort sich präsentiert und zeigt. Das ist immer ganz, ganz ein wichtiger Anlass für uns. Und da haben wir auch ein eigenes OK, wo dann für die Fläche zuständig ist und das alles organisiert. Und im Herbst haben wir auch noch eine Besichtigung von einem Betrieb in der Region. Da sind wir nicht nur in GAMS unterwegs, sondern gehen auch über die Ortsgrenzen aus. Und wir haben im Werdenberg sehr viele spannende Firmen, die man besichtigen kann. Und so machen wir immer ein bisschen die Runde und schauen auch in die grossen Betriebe rein und nehmen dann auch so wieder etwas mit. Und dann gibt es auch immer gesellschaftliche Anlässe. So 1 bis 2 Mal im Jahr gibt es einfach so ein einfaches Vierabendbier, wo wir zusammensitzen und uns einfach unterhalten und das Networking ein bisschen pflegen in geselliger Runde.
Und abschließend, ja, Gams wird oftmals als eher Wohngemeinde wahrgenommen. Und ich glaube, es täuscht oftmals, weil eben die 71 Mitglieder, da sind viele Leute überrascht, wenn man das so sagt. Gams hat ein aktives Gewerbeleben und hat ein aktives Gewerbe. Und es lohnt sich wirklich, auch bei uns zu Gams, sich einmal umzuschauen. Mitglieder sind immer herzlich willkommen bei uns, wenn ein Betrieb auf Gams kommt.